Sozialphobie, das ist diese irrationale Angst, sich in der Öffentlichkeit zu blamieren, von allen angestarrt zu werden oder dass sich alle über einen lustig machen. Du fühlst dich extrem unsicher und kannst sogar Panikattacken bekommen, aber mit etwas Übung kann man damit zumindest einfacher umgehen. Hey ihr schönen Menschen, laut Schätzung leiden etwa 2-10% der Menschen in Deutschland an Sozialphobie. Da vielen das aber nicht wirklich bewusst ist, ist die Dunkelziffer wahrscheinlich noch viel, viel höher. Leute mit Sozialphobie haben einfach gesagt Angst davor, unter Menschen zu gehen. Der Körper reagiert mit Übelkeit, Herzrasen, Verkrampfung, Panikattacken und vielen anderen körperlichen Symptomen, die kaum zu ertragen sind. Je nach Schweregrad kann dir das dein Leben echt ganz schön schwer machen und manchmal lassen sich solche Situationen einfach nicht vermeiden, aber mit ein paar Tipps geht es zumindest etwas einfacher und hier sind gleich 5 davon. Bereite dich ausreichend auf die Situation vor. Sozialphobie kann man sich in etwa so vorstellen wie eine Prüfung in der Schule, für die du nicht gelernt hast und du weißt eigentlich nicht mal genau, was vorkommt. Kurz gesagt, du bist gefickt. Genauso kannst du Sozialangst etwas lindern, wenn du früh genug weißt, was auf dich zukommt und dir Gedanken machen kannst. Auf was für Leute treffe ich? Interessiert es sie, dass meine Hosen zu eng sind? Starren sie mich komisch an, weil ich lieber Kölsch statt Becks trinke? Das Schlimmste an Sozialphobie ist, wenn man einfach ins kalte Wasser geworfen wird. Du willst lieber erstmal wissen, wie warm das Wasser ist, bevor du reingehst und dich darauf einstellen können, was dich erwartet. Genauso ist es bei sozialen Situationen. Es ist leichter, sich damit abzufinden, wenn du dich darauf vorbereiten kannst, auf was für Menschen du triffst und wie sie dich behandeln, anstatt auf einmal mitten in der Menschenmenge zu stehen. Das Gute an Stress ist, dass er sich langsam abbauen kann, wenn du das Gefühl bekommst, gar keinen Grund zu haben, gestresst zu sein. Er bleibt zwar irgendwie immer im Hinterkopf, aber wenn er von Anfang an da bleibt, dann kannst du zumindest mehr genießen. Geh raus, wie du dich am wohlsten fühlst. Ich gebe zu, das klingt nach einer von diesen einfachen Lösungen, die dir Leute an den Kopf schmeißen, die keine Ahnung haben, aber ich gehe nicht davon aus, dass du dich sofort gut fühlst, sondern nur möglichst wenig Scheiße. Die größte Anspannung für viele Leute mit Sozialphobie ist es, beobachtet zu werden. Das Gefühl zu haben, dass einen alle anstarren und sich über dich lustig machen. Jeder einzelne Blick ist ein Messerstich durch dein unsicheres Herz. Dir fällt es schwer, Blicke und undeutliches Reden zu deuten, aber wenn du dich dazu am liebsten mit deinem derzeitigen Äußeren noch verkriechen würdest, dann ist die Panik ja so gut wie garantiert. Egal, worin du dich wohlfühlst, in dem Moment zählst erstmal nur du. Ich zum Beispiel fühle mich in schwarzer Kleidung am wohlsten und mit jedem Tattoo gewinne ich ein wenig mehr Selbstvertrauen dazu. Das hilft mir zumindest insofern, dass ich nicht sofort in Embryonalstellung auf dem Boden liege, wenn mich jemand anspricht. Außerdem hilft es vielleicht auch, Menschen zu verbinden, weil man vielleicht einen ähnlichen Geschmack hat. Wow, du trägst ein Frau Potts T-Shirt, das ist meine absolute Lieblingsband! Und 5 Minuten später sind wir wie beste Freunde, ich biete ihm eine Kippe an und meine Ängste sind verschwunden. Nimm einen Freund mit, der dich im Auge behält. Allein unter große Ansammlung von Menschen gehen, ist auch echt schlimm. Du hast niemanden da, der deine Konzentration und Aufmerksamkeit erfordert und bist nur fixiert auf das, was um dich herum passiert. Die ganze Zeit starrst du durch die Gegend und alles kommt dir vor wie in Zeitlupe. Du hast das Gefühl, dass sich alle Menschen über dich lustig machen und dich komisch anstarren. Die 10 Sekunden, die du dabei auf dein Getränk guckst, machen das auch nicht wirklich besser. Aber was es besser macht, ist ein Freund, der von deiner Sozialphobie weiß und auf die Zeichen reagiert, der versucht, dich in die Gruppe zu integrieren oder notfalls auch mit dir alleine redet und alles mit Penissen vergleicht, weil ihm keine besseren Witze einfallen und okay, jetzt rede ich von mir selbst. Wichtig ist einfach nur, dass er erstmal unverfänglich mit dir redet, interessiertes Nachfragen oder über ein Thema, über das du gerne und leidenschaftlich redest, wie dein Penis. Ein bisschen Smalltalk, wenn du verstehst, was ich meine. Mach den Anfang da, wo es am einfachsten ist. Machen wir uns nichts vor, du wirst deine Sozialangst am Anfang wahrscheinlich kaum in einem Fußballstadion voller betrunkener Schreihälse überwinden und wahrscheinlich auch nicht auf dem Jahreskongress der Bodybuilder mit Vorliebe für FKK. Und das ist vollkommen okay. Du musst erstmal laufen lernen, bevor du Fahrrad fährst und bevor du zum Single-Malt-Bourbon greifst, probierst du erstmal ein Bier. Alles zu seiner Zeit. Es macht keinen Sinn, sich mit Situationen zu stressen, für die du noch nicht bereit bist. Du lässt dich ja auch nicht mit einem Pferdedildo entjungfern, sondern greifst erstmal zu kleineren Dingen. Gut, mit 12 Jahren hat man auch nicht viel andere Alternativen. Was? Zu meiner Verteidigung für den letzten Satz. Ich habe gerade 6 Gläser Whisky intus, da fallen mir schon mal ziemlich merkwürdige Vergleiche ein. Also, was ich sagen wollte, begib dich erstmal unter Leute, die dir ähnlich sind. Du stehst auf spezielle Musik, dann geh auf ein Konzert. Du hast ein spezielles Hobby, dann geh auf eine Convention und so weiter. Du fühlst dich viel eher mit den Leuten verbunden und eher so, als wärst du unter Freunden. Dein Erfolg ist, deine Angst zu begegnen.
Wenn du die Situation nicht ausgehalten hast und dich doch wieder zurückziehst, dann fühlst du dich oft wie ein Versager. Jemand, der wieder nicht das Selbstverständlichste geschafft hat, was allen anderen doch scheinbar so einfach fällt. Du hast dein Bestes gegeben und dann doch wieder den Schwanz eingezogen. Und auch wenn du dich so fühlst, du bist alles andere als ein Versager. Denn du hast deine Angst überwunden und alles versucht. Hey, vielleicht war es einfach noch nicht so weit und du brauchst einen weiteren Versuch, aber du hast alles gegeben und das ist ziemlich mutig. Ja, gut, vielleicht hast du dann einmal den Schwanz eingezogen, aber besser so, als am nächsten Morgen mit Blackout im falschen Bett aufzuwachen und ihn da wieder zu finden, wo du ihn am liebsten nicht gehabt hättest. Wahre Gewinner sind für mich keine Menschen, denen alles auf Anhieb gelingt, sondern die, die auf die Fresse fallen, wieder aufstehen und es immer wieder versuchen. Das ist für mich ein Zeichen von wahrer Stärke. Wenn es nicht so extrem ist, hast du vielleicht aber auch gar keine Sozialangst, sondern bist einfach nur introvertiert und das hat sogar Vorteile, die du hier erfährst und direkt daneben erfährst du, was Introvertierte nicht hören wollen. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben oder ein Abo da und wenn ihr mich weiter unterstützen wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel hier durch Merchandise oder durch Spenden über Patreon. Alle Links auch unten in der Videobeschreibung und in der Infocard. Und ich würde sagen, ich bin ein süßes Alpaka, ihr seid süße Alpakas, jetzt regt euch drüber auf, dass ich das sagen darf und bis dann.